So. So bescheißt man. Hier, Items aufladen. Gute Sache, gute Sache. Okay. Ich hoffe, ich habe das Wichtigste jetzt aufgeladen, weil... Ich kann noch... Nein. Lasst mich in Ruhe. Springt einfach. Springt. Hallo. Haha, das ist einfach. Ihr müsst nicht mal mehr springen, ihr müsst einfach nur laufen. Ihr erwischt mich doch eh nicht. Das ist der Vorteil an der niedrigen Gravitation hier irgendwie. Die springen und springen viel zu hoch. Oh Gott. Und ich hole mir einen E-Tank. Denn das Problem ist bei dem Boss jetzt, wir werden ganz viel den Startglitch benötigen. Denn die Teile, ich erinnere mich wieder, sind schwach gegenüber Ultra Beam. Und Ultra Beam ist ein bisschen komisch vom Treffen her. Und zwar wirklich komisch. Okay. Übrigens, ich mache gleich nochmal Startglitch. Seht ihr es? Da kommen die Nächsten, die dann schießen. Es ist übel schwer hier. Den Raum hier, der ist echt schwer. Okay, erster erledigt. Ich treffe nicht. Nicht gut. Ja, ihr seht, ich treffe kaum. Warum auch immer, ich treffe kaum. Ich kann Turbofeuer machen, es wirkt nicht. Es hilft nichts. Ich muss hier wirklich, ihr müsst hier den Startglitch nehmen und einfach hoffen, dass Ultra Beam trifft. Mehr könnt ihr gar nicht machen hier in dem Raum. Einfach hoffen, dass ihr nicht getroffen werdet. Wenn doch, dann habt ihr ein Problem. Es ist so scheiße, dass der Gegner. Und ich muss mal kurz pausieren, bevor wir hier uns weiter die Nerven zerreißen. Okay, weiter geht's jetzt. Also wie gesagt, der Boss ist übel. Und wir haben auch ein Problem wegen unserem Ultrabeam. Ihr schießt und ihr trefft nicht. Wir müssen jetzt gucken. Ihr müsst hier den ganzen Raum im Endeffekt im Auge behalten. Und jetzt könnt ihr überlegen, welchen müssen wir als nächstes erledigen. Keine Ahnung, den, wo wir am besten mal treffen würden. Wie wär's denn damit? Und, oh Gott. Es ist echt übel schwer hier. Also, wie gesagt, jeder, der ihn gemacht hat, der weiß, von was ich rede. Weil dieser Raum ist einfach unbarmherzig. Er schießt und zwar von mehreren Richtungen. Ihr könnt gar nicht viel dagegen machen, außer hoffen, dass ihr halt irgendwie die Teile irgendwann dann down kriegt. Und nicht sterbt. Ja, ich habe mit Absicht Safe States gesagt, weil wenn der Ultra Beam leer geht, dann seid ihr am Arsch. Dann seid ihr am Arsch. Ganz einfach. Dann könnt ihr die Teile nicht mehr besiegen. Ihr könnt Game Over gehen und könnt die Kacke von vorne machen. Und das macht natürlich einen Haufen Spaß. Das weiß doch jedes Kind. Vor allem jedes Kind, das schon mal Mega Man gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Und jetzt schießen die von da oben plötzlich. Und jetzt von die von da oben wieder. Also wie gesagt, hier wird der Startglitch ist hier euer bester Freund, weil wir müssen uns den E-Tank aufbehalten. Es geht nicht anders. Und ihr seht ja, wie ich hier wirklich baller auf diese Teile. Und trotzdem, oh, wir haben einen weniger. Wir haben einen weniger. Oh Gott. Wir treffen hier nicht, natürlich. Oh Gott. Oh Mann. Und wieder wird geballert aus allen Richtungen auf mich. Hier, wir treffen ihn nicht. Wir können ihn nicht treffen von hier. Und von da auch nicht. Ja, wie treffen wir den? Das war ein Problem, das hat mich schon immer beschäftigt. Ich treffe ihn auch von hier nicht? Scheiße. Okay, wieder Startglitch und gucken, wie ich ihn... Ob ich ihn irgendwie anders kratzen kann. Wie gesagt, wenn ihr nicht die richtig... Es klappt nicht. Ich treffe ihn nicht. Ich kann da nichts machen. Ich treffe ihn einfach nicht. Heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier nach oben rechts kommen und dort erstmal alles abschießen und dann überlegen, wie wir weitermachen. Ja, das trifft. Übrigens, Ultra Beam, nach 8 Schüssen ist er... leert sich eine Anzeige, wenn ihr natürlich das vorher macht. Klar, behaltet ihr die Munition immer noch. Oh Mann. Kriege ich euch noch down oder nicht hier? Also der Kampf, ihr werdet eine Weile brauchen. Versprochen, ihr braucht echt lange für den Kampf, weil wenn ihr es ehrlich macht, ist er super schwer. Der Kampf ist dann echt ultra schwer. Ironischerweise brauchen wir dazu dann noch den Ultra Beam. Gut. Genau dafür habe ich nämlich ein Safe-State gesetzt. Weiter mit dem Startglitch, weil die ballern jetzt sogar nach mir. Und wieder Startglitch. Übrigens, ihr solltet ihn dann wirklich machen jetzt, weil guckt mal,
Das Teil trifft euch von unten sofort. Oh, wir haben zwei erledigt. Sehr gut. Zwei sind tot. Jetzt schießen nur noch einer einmal. Wenn wir den hier haben, dann schießen sie nur noch einmal. Hoffe ich zumindest. Es ist, wie gesagt, einfach nur ordentlich schwer. Das ist wirklich... Es ist verrückt. Es ist echt verrückt, wie so ein Hex so übel sein kann. Und vor allem, wie gesagt, Ultra Beam ist halt das Problem. Er trifft nicht immer, wenn er soll. Oh, wir haben den hier. Ich dachte, wir haben auf den geheilt. Und die nächsten schießen. Komm jetzt. Wir treffen dich nicht. Oh Gott, was machen wir mit dem? Und wieder der Pause-Glitch. Denn ich habe keine Ahnung, wie ich den erledigen soll. Guck mal, selbst den kriege ich so hin. Oh. Ultra Beam Turbofeuer ist vielleicht auch eine gute Idee jetzt. Weil, ich meine, die haben keine Invincibility. Aber ihr seht, wie viele Schüsse die brauchen. Das ist doch nicht mehr normal. Übrigens, also ich springe hin und her in der Hoffnung, dass ich ihn kille, aber vielleicht machen wir es anders. Damit können wir ihn erwischen. Mit so einer Fuhre erwischen wir ihn sehr gut und damit werden wir gekillt. Noch toller. Eigentlich ja nicht, aber es ist trotzdem toll. Einfach nur, weil ich das sage. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wie gesagt, jeder kann mir von mir vorwerfen mit Safe States, was er will. Wer selber noch nicht gespielt hat, der weiß es auch nicht. Er kann es gar nicht wissen, wie scheiße schwer das ist. Und wer bei No Constancy Safe States und so benutzt, das wundert mich gar nicht. Also vor allem in der schweren Version nicht. Eigentlich wollte ich die ja spielen, aber ich überlege mir, ob ich das jetzt wirklich so bald machen will oder nicht auch noch warten will mit Mega Man Hex. Vielleicht mache ich aber auch mal wieder einen, aber eigentlich so schwer. Ja, mal treffe ich dich, mal nicht. Wann treffe ich dich? Wahrscheinlich dann, wenn ich es am wenigsten brauche. Hallo? 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 Gehst du he? Der will nicht he. Oh Gott, wir haben ihn he. Einer verbleibt. Und den müssen wir jetzt noch treffen. Okay, von hier aus treffen wir ihn. Irgendwie. Manchmal. Ja, manchmal treffen wir ihn, manchmal nicht. Komm, schieß deine Kacke. Und nochmal zack. Ein bisschen Ultra Beam müssen wir uns aufbewahren, weil er... Ja, er wird es noch kurz brauchen, dieser Gegner, weil er ist... Wir treffen ihn mal treffen wir ihn nicht. Es gibt... Es ist verrückt. Okay, wir haben ihn zweimal getroffen. Ich glaube, wir können ihn noch down kriegen, wenn wir jetzt richtig... Wenn wir es richtig machen, kriegen wir ihn down. Wie gesagt, ich will auf jeden Fall noch E-Tanks für den Endboss aufbehalten, weil den brauchen wir nämlich, den E-Tank. Ich treffe ihn jetzt nicht mehr. Hallo? Warum treffe ich dich nicht? Gibt's denn noch einen... Oh. Gibt's denn noch einen anderen Weg, dich irgendwie zu killen? Irgendwie? Oh ja. So treffen wir dich. Jetzt hört so ein bisschen vom Rand treffen wir ihn eher. Okay, das sieht... Oh Mensch, das sah gut aus. Okay, wir haben dich gleich. Der letzte, der ist am beschissensten, wirklich. Okay, nochmal pausieren. Und tschüss. Und wir haben ihn nicht einmal erwischt. Das ist schlecht. Hallo? Okay. Ich habe ihn jetzt irgendwie habe ich ihn erwischt, dann wieder nicht. Ach, komm schon. Du Sack. Geh doch endlich down. Oh Gott, ich habe kaum noch Ultra Beam. Damit muss ich jetzt mit den zwei Strichen muss ich jetzt Haus. Jetzt muss ich wirtschaften mit den zwei Strichen hier Ultra Beam. Das wird jetzt. Oh Gott, wir haben ihn. Hey, wie lange haben wir jetzt für den Boss? Braucht 10 Minuten oder sowas? Egal.
Und damit haben wir die schlimmsten Stages durch die Wily Stages. Und von einem vollen Ultra Beam nur noch 2 Striche übrig. Uff. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt kann ich auch über andere Sachen reden. Okay, erstmal die 8 Robot Masters. Ja. Da gibt's jetzt nicht viel zu sagen eigentlich, oder? Weil ihr kennt ja die Schwächen von deine. Gell, Heatman? Wir kennen ja deine Schwäche noch. Zack. Boah, unser rasender Heatman hier. Den ihr übrigens nicht... Wow. Den ihr übrigens nicht mit dem Buster machen solltet, sonst... Oh, fuck. Wir haben kaum Leben. Und, ja, super toll. Okay, Leaf Spinner. Die Schwäche von Airman. Oder Topman. Spinnerman da. Tot. Naja, soll passieren. Wir haben Heatman weg. Wir können jetzt in Ruhe weitermachen. Da. Also die Schwächen sind glücklicherweise, glaube ich, sogar noch... Doch, die sind alle geblieben. Unser Glück. Wir können eigentlich erst mit Buster anfangen. Erstmal gucken, dass wir dann so ein bisschen erwischen. Ne? Weil wir werden eh getroffen. Also, ja. Es ist halt Airman, da wird man getroffen. Oh Gott. Natürlich. Ich treffe ihn natürlich nicht. Und... I can't defeat Airman. Nö, I can't. Dann gehen wir nochmal zu Heatman und gucken nochmal, ob wir ihn jetzt vielleicht besser hinkriegen. Weil Heatman ist nicht einfach. Das könnt ihr mir glauben, weil er ist übel schnell halt. Wisst ihr? Und das ist nicht so einfach, ihm auszuweichen. Und vor allem sein Leben kriegen wir ja auch nicht, weil das ist ja nicht da. Nicht mehr. Airman, ich kann dich noch nicht besiegen, aber Woodman kann ich sicherlich besiegen mit dem da. Nee, nicht mit dem da. Mit dem da. Nee, auch nicht. Dich da. Also ich hoffe zumindest mal, dass ich es hinkrieg. Weil der schießt halt sein... Schieß. Also und... Whoop. Was? Wie viel Damage hast du mir gemacht? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh Gott, machen die viel Schaden. Das habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heatman, und wir haben dich besiegt. Au! Und den Schaden kriege ich trotzdem noch, weil ich ein elender Failer bin. Ich habe das gar nicht in Erinnerung, dass die so viel Schaden machen. Ja. Egal. Ja, man. Ja, man. Ich will dir Schaden machen, Airman. Lass mich doch. Was soll die Scheiße, Airman? Kann mich eigentlich da hinstellen? Die Damage machen? Ach so. Wenn ich ihn direkt berühre, dann macht er mir einen Mega-Schaden. Geil. Geil, geil, geil. Also auf Deutsch. Ich kann jetzt ihm erstmal... Ich kann mich hinter ihm flacken und bin tot. Ich muss der jetzt an ihm wirklich Schaden machen, bevor ich hier... Was ich nicht hinkrieg. Also, okay. Super. Jetzt können wir da 1, 2, 3. Okay. Warte mal, ich bin gestorben. Er ist gestorben und... Es zählt als nicht geschafft, oder? Jo. Es zählt als nicht geschafft. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Ich möchte ihn so besiegen und nicht irgendwie mir Gedanken machen, wie ich ihn am besten umbringe. Ah, komm, Airman, Airman, Airman. Ja, 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 ja. Und jetzt ab. Und wieder die gleiche Kacke. Mit Doppelmord. Okay, also ich muss ihm im Endeffekt erst mit dem Buster draufhauen und dann muss ich ihm auch noch mit dem Leaf Shield ein. Oh Gott, das wird schwer. Mit den Leben, wo ich zumindest habe, muss ich das machen. Weil, wisst ihr, aber ganz ehrlich, da gibt es Leute, die nennen mich sogar Mega-Man-Profi, aber ich sehe nicht viel Profi von mir. Geschafft. So. Airman, du bist tot. Knurre. Mann, oh Mann, das wird jetzt noch ein Spaß, also. Ha, und los. Unseren aufgeladenen Buster sozusagen. Ich mag es aber irgendwie, dass das hier ein aufgeladener Buster im Endeffekt ist. Woodman schießt, Woodman springt, Woodman trifft mich. Und wir töten Woodman. Durch. So, jetzt kommt Bubble Man. Oder? Doch, Bubble Man. Oh Gott, da kommt der Quick. Nein. Also gut, Bubble Man, du bist jetzt fertig.
Du bist vielleicht schneller, mehr aber auch nicht. Und erledigt. Und jetzt kommt Quickman. Und Timestopper. Der Vorteil an diesem Timestopper ist halt, er tut danach auch, glaube ich, alle Objekte auf dem Bildschirm entfernen. Außer halt natürlich Quickman jetzt selber. Oh ja. Ja. Quickman rennt von einer Seite zur anderen und ich habe keine Crashbombs gleich mehr, weil er... Oh! Junge, Junge. Quickman, was geht bei dir? Gut, sein Pattern ist eigentlich nicht schwer. Ich meine, dreimal springt er, dreimal hüpft er. Und dann rennt er, aber versuch das mal hinzukriegen. Bei so einem Arsch. Okay, und jetzt hat Time Stop und die Sache ist durch. Also Quickman ist immer noch nicht einfach. Er ist immer noch recht schwierig eigentlich sogar. Aber wir haben ihn und das zählt. Und jetzt kommt Crashman mit der Schwäche Airshooter. Hier ist nämlich H. So. Also Crashman, du kriegst jetzt einen Topspinner. Und du bist auf Droge. Das sieht man dir an. Weil du rumhüpfst wie ein Irrer und es dir nichts geholfen hat. Und jetzt kommt natürlich das bekannteste der Bekannten, Metal Man und Sawcutter. Wer kennt das nicht? Tot. Fuck, ich habe sein Dings nicht gekriegt. Egal. Und Flashman noch. Flashman kriegen wir jetzt hin. Vielleicht mit dem Glitch da. Jo. Zack, zack, zack. Habt ihr das gesehen? Wir können mit Sawcutter Flashman so was von hochhauen. Wir sind bei Wily. Und das wird schwierig. Weil... Jetzt hoffe ich, dass der Buster geht. Er geht nicht. Doch, er geht. Das ist mir nämlich das Wichtigste, weil mit dem Buster könnt ihr ihn ziemlich schnell down kriegen, wenn ihr es richtig macht und nicht Nils heißt. Ihr müsst dazu nur einen kleinen Trick anwenden, den ich jetzt noch nicht angewendet habe, aber ich zeige euch ihn jetzt mal. Guckt mal. Ihr lasst euch treffen, aber nicht von ihm selber, sondern so von... Und dann nehmt ihr jetzt noch den Turbo. Habt ihr es gesehen? Wir haben ihm jetzt... Ihr könnt ihm damit Mörderschaden zufügen. Ihr könnt es richtig übel. Ihr müsst nur richtig machen. Das ist halt eben die Grundvoraussetzung. Und das ist nicht so einfach. Weil ich komme ja durch... Doch, den ersten habe ich jetzt geschafft. Aber beim zweiten gehe ich jetzt down. Also... Da ist jetzt nichts mehr zu sagen. Ich bloß... Ihr müsst halt gucken, ihr dürft im ersten nicht zu viel Schaden nehmen. Weil im zweiten hier schon so mal, das ist schnell gemacht, aber... Uff, so, Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2 und jetzt gucken wir mal... Okay. Hat nichts gebracht. Nochmal. Es ist schwer. Und vor allem mit einem E-Tank, ihr müsst diesen E-Tank aufheben. Wir können ihn nicht bei Wily einsetzen, das geht nicht. Weil dann können wir auch gleich sagen, ich gebe das Spiel auf, weil... Der letzte Endboss und ein E-Tank, das ist Pflicht. Wer es ist, sage ich jetzt natürlich nicht, aber ihr kennt die meisten werden diesen Gegner, sag ich jetzt mal, kennen, auch wenn es eigentlich, ja, Gegner. Und weiter geht's mit Wily und wir machen einen Safe State und lassen diese Bälle hopfeln und machen wir Damage Wily und sind tot. Aber wir haben, ja, wir sind schon wieder tot. Es ist nicht so einfach, ihr müsst wirklich da entschuldigen, wenn ich jetzt auch mal ein paar Mal hegehe, aber es ist echt schwer, es ist echt übel schwer. Oh, nochmal. Ihr müsst hier ihm echt Schaden machen und zwar richtig schnell, sonst wird das nichts mehr. Und ich nehme halt den Buster, weil mit Turbofeuer ist er halt am effektivsten, ne? Und ich glaube, er hat auch nicht unbedingt irgendwelche Schwächen, wo ich sagen würde, Wahnsinn, Schwächen. Wir sterben gerade die ganze Zeit. Wir lassen uns treffen. Und sind tot. Oh, wie kann man eigentlich diesen Bällen ausweichen? Ich verstehe das nicht so ganz. Oh, es wird... Also ihr müsst halt echt entschuldigen, dass das jetzt so scheiße läuft, aber... Ich will ihn halt jetzt wirklich so schnell es geht down kriegen. Und ich laufe ja auch mit Absicht schon... Ja, 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 ja. Nein! Zwei Striche! Zwei Striche! Ey, komm, Wily, du Wily-Bastard, du! Mir fällt gar nichts Besseres ein! Oh, wir haben ihn!
Ihr seht, wie schwer das ist. Und ich nehme ja Turbofeuer. Das ist unglaublich, gell? Dann nehmt ihr Turbofeuer und alles und... Oh, und trotzdem werdet ihr richtig kalt gemacht. Das ist übel. Es ist Wahnsinn. Und der letzte Wiley gesagt... Ich hoffe, ich habe den richtigen... Oh, ich habe den falschen im Kopf. Hm, erstmal eine Zigarette. Kennt ihr euch die Musik hier noch? Und auch von der Quickman Stage? Sparkman Stage! Oder? Ja. Ich finde den Mix geil. Der Mix ist geil von der Sparkman Stage. Und... Ne, ich habe tatsächlich den falschen Wiley im Kopf. Ich hatte jetzt eigentlich einen... Ja, nein, wir lassen uns töten. Warum? Ich weiß nicht, ob ich einen Safe State hatte. Das gucke ich mal. Guckt, ich hatte den Safe State nicht. Ich wusste's. Ich wäre jetzt fast drauf reingefallen, aber diesmal nein. So, jetzt geht's in den finalen Kampf dann über. Es ist ja erst stupide Springen und später kommen noch ein paar Gegner dazu. Also, mal gucken, was noch so auf uns wartet. Aber es wird noch ein bisschen was auf uns zukommen. Wir können auch, da kommt auch noch mal extra was zum Farmen. Und das brauchen wir auch, weil ich weiß nicht mehr, was seine Schwäche war. Ich gebe es ehrlich gesagt zu. Da könnt ihr jetzt eigentlich hervorragend farmen. Aber wir kriegen nichts. Irgendwie, doch, wir kriegen was. Oh ja. Sorkarte rein und los. Was war seine Schwäche nochmal? Oh Gott, jetzt aber können wir Sorkarte aber übelst aufladen. Vektorklau vielleicht? Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe echt keine Ahnung mehr. Komm, schieß. Ja, genau das. Oh, scheiße. Blöd. Ziemlich blöd. Vor allem weiß ich jetzt nicht, was seine Schwäche nochmal war. Was jetzt? Hier könnt ihr übrigens auch nochmal diese... Nein! Och, Menno! Jetzt bin ich auszusehen auf... Laden gekommen. Wir werden auf jeden Fall davor nochmal schnell safe staten. Und dann gucken wir mal, was seine Schwäche war. Aber ich glaube, ich weiß es wieder. Ja, ich glaube, ich weiß wieder, was seine Schwäche war. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das 100%ig so stimmt. Schade eigentlich, dass es nicht mit dem... mit Bubble Lead oder so ist, weil... Hihi, Bubble Lead hat nämlich einen ganz kleinen Trick. Das habe ich euch... Im Original Mega Man 2 konnte ich es euch nicht zeigen, wo ich das Let's Play habe mit Red Demon's Warrior zusammen, weil es, irgendwie habe ich es einfach nicht hingekriegt. So, Sarkata rein und... Nicht mehr so viel los, aber immer noch zum Auffüllen. So, okay, eigentlich wollte ich nicht... Warum habe ich ihn eigentlich aufgeladen? Ich wollte doch Topspinner aufladen. Ihr habt richtig gehört, Topspinner müsste seine Schwäche sein. Aber ich tue zur Sicherheit auch noch Eisbubble aufladen, wenn ich kann. Wenn ich kann. Aber wir kriegen hier ein paar... Nein, ich wollte Eisbubble. Oh, egal. So, wir sind jetzt bei diesen toten Köpfen. I, speichern. So. Jetzt gucke ich mal, ob es Topspinner oder die Totenköpfe, oder Dings war. Wir nehmen einmal Damage und gehen durch. So. Und das da ist, ein Kampfroboter. Das soll Mega Man irgendwie darstellen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was der Scheiß soll. Oh Gott, ja. Also es war nicht die Schwäche. Jetzt gehen wir mal alles in Ruhe durch, ob es vielleicht Eisbubble war. Jetzt lassen wir uns von so einem Totenkopf treffen, der macht weniger Damage. War es vielleicht doch Eisbubble? Vielleicht. Also auf jeden Fall, der Gegner ist nicht leicht. Und ironischerweise hat er die Farbe, die ihr auch habt. Das finde ich voll cool. Jetzt hat er auch Eisbubble drin sozusagen, aber er setzt es nicht gegen uns ein. Wir lassen uns treffen und wir wissen... Ja... Habt ihr es gesehen? Eisbubble Turbofeuer und der macht ihm einen Mörderschaden, aber leider wird uns die Munition wahrscheinlich nicht ausreichen für Eis. Und wir sind tot. Also ihr seht, wir müssen jetzt farmen. Das ist kein Problem, aber wir haben jetzt Eis. Und ihr habt es gesehen, ihr lasst euch treffen. Das ist ziemlich einfach, ihr lasst euch treffen. Und dann habt ihr eigentlich schon gewonnen. Also ihr lasst euch treffen und könnt direkt auf ihn zustürmen und einfach batz. Und einfach voll das Turbofeuer draufheizen. Und hier kommen wieder lauter Totenköpfe. Und ich kann noch mehr Eisbubble aufladen. Hoffe, dass das dann reicht. Ich kriege jetzt da Damage, aber... Probier mal aus, ob es reicht. Mehr als nicht klappen kann es ja nicht. Ihr müsst halt gucken, dass ihr nicht verheizt. Also ich hätte eigentlich auch nicht verheizen sollen, aber egal. Wir sind jetzt beim letzten Boss...
Wir haben jetzt 50 Minuten schon wieder Let's Played. Und danach gehe ich erstmal was essen und dann überlegen, was jetzt nächstes Spiel. Na, komm. Komm, schieß. Triff. Ja, das war gut. Itereng. Und jetzt können wir ihn fertig machen. Ah, ja. Ihr seht, wie schnell sein Leben runtergeht mit Turbofeuer. Aber das geht nur mit Turbofeuer, logischerweise. Also, das ist so ein Turbofeuer-Trick. Und wir haben Mega Man Ultra durch. Ja, endlich. Ha! Nimm das Mega Man im Power Suit. Warum sitzt der im Power Suit? Und das war Mega Man Ultra für euch. Endlich haben wir es durch. Endlich haben wir es durch. Am Ende mit Save States. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich schäme mich nicht dafür. Uff. Mega Man ist tot und lebt aber auch noch. Ja. Was hast du gemacht, Wily? Okay, und damit war's das mit Mega Man Ultra für euch. Ein cooler Hack, er macht auch übel Spaß, aber er ist auch ziemlich schwer. Die Robot Master Stages gehen eigentlich noch, aber gerade speziell diese Wily Stages hauen schon rein, auch samt dem Endboss. Aber auch da ist die Schwäche geblieben, Eisbubble, und wir haben ihn ziemlich schnell down gekriegt mit Turbofeuer. Von daher hat es gepasst. Und nein, ich bleib nochmal, ich sag's auch nochmal, ich schäme mich nicht für Turbofeuer und auch nicht für Eisbubble, für Safe States, weil, warum sollte ich auch? Jeder, der es auf Difficult mal gespielt hat, der weiß, was Sache ist, der weiß es. Und, ihr wisst ja selber. So, und damit war's das schon. Mega Man guckt hoch. Und er sieht irgendwas. Warum hat das jetzt geblinkt? Egal. Und jetzt seht ihr den üblichen Endscreen von Mega Man 2 und es geht jetzt noch zu den Credits. Ach, komm schon. Schöne Musik. Schöne, schöne Musik. Jetzt haben wir's. Und jetzt hat die Mega Man Ultra Staff. Metal Man, ach, jetzt kommt nochmal wie von Mega Man 2 die Credits. Wer hat wen gemacht? Und ja, und dann kommen halt eben die üblichen Credits. Und übrigens, vielleicht mal kurz angemerkt, der Macher dieses Hacks in Fidelity, der arbeitet, also so wie ich es jetzt mitkriegt habe, gerade an Mega Man Ultra 2, welches jetzt Mega Man Evolution heißt es jetzt. Irgendwie so. Und ja, er hat es umgenannt und ja, das wird auf jeden Fall ein Mega Man Ultra Nachfolger. Er hat auch schon eine Demo, gibt es auch schon zum Laden. Zwei sogar. Einmal die erste Beta, da konntet ihr gegen Chill Penguin kämpfen. Und dann gab es noch eine zweite Beta, da habt ihr drei Endbosses schon mal gehabt. Ach, jetzt kommen die ganzen Beta-Testers 1. Also auf jeden Fall, und Sound Programmer in Fidelity. Da seht ihr nochmal, das ist der Hacker von dem Dings, und noch Programmer, HMD, achso, HMD, ich dachte, der hätte noch programmiert. Planner AK, ja. Also wie gesagt, auf jeden Fall, da kommt nochmal Beta Tester 2. Auf jeden Fall ist es so, er arbeitet jetzt auf jeden Fall dran. Finde ich auch super gut. Und Insect Dual, hieß der nicht Dual? Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall, ja, ich bin mal gespannt, vielleicht kommt mal wieder was Neues zu Mega Man Ultra und deswegen lassen wir uns jetzt mal überraschen. Ah, Fishman! Wir sind dein größter Fan. To be continued. Ja, presented by Capcom USA. Ja gut, und von Infidelity. So, dann würde ich sagen, das war's. Nehmen wir nochmal Safe State. Wir gucken mal schneller vor. Okay, es kommt nichts mehr. Also, ja. Also, dann würde ich sagen, beenden wir es für heute. Wir haben endlich Mega Man Ultra durch. Ich verabschiede mich von euch. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Na gut, mir jetzt weniger, aber wenigstens euch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich wieder bei Ninja Gaiden oder Wario Land 2. Mal schauen. Bis dahin, macht's gut. Euer Star ist euer 33.